war allerdings ein bisschen anders als das gerade. Hier drüben, Jess, alles okay. Das Notstromaggregat konnte gar nicht ewig halten. Schon gut. Nein, daran liegt's nicht. Wir hätten tagelang damit auskommen müssen. Woher soll ich denn wissen, dass Öffnen eigentlich alles Ausschalten heißt? Das ist doch der totale Widerspruch. Sie hätten nur die Anleitungen lesen müssen. Warum schreien Sie nicht lauter? Auf der anderen Seite der Insel ist ein Dino, der Sie noch nicht gehört hat. Meine Güte. Wie auch immer. Gibt's kein Schließen? Gibt's kein Schließen? Ich schließe den Scheiß sofort. Stimmt, wer ist jetzt? Oh, bitte nicht. Hier ist Artie Bridges, direkt aus der einzigen inoffiziellen Radiostation im Jurassic Park. Nur eine kleine Erinnerung, bevor wir dicht machen, Parklinge. Wer um 7 nicht am Schiff ist, kommt auch nicht mit. Hier noch ein kleiner Song für die Letzten da draußen, die noch packen. Eins meiner Lieblingsstücke. Verdammt, wir sehen uns an Bord. Er ist doch nicht mehr hier, oder? Nein. So wie es sich anhört, hat er das letzte Band eingelegt und ist abgehauen. Hier ein kleiner Song, der Sie für die Überfahrt bereit macht. Okay, das ging schief. Ich habe aber die Taste gedrückt. Hier ein kleiner Song, der Sie für die Überfahrt bereit macht. Oh, nur zu langsam schon wieder. Geht mir das auf den Sack. Aber der ist so ein bisschen blöd, auf den Velociraptor zu springen. So, nochmal. Hier ein kleiner Song, der Sie für die Überfahrt bereit macht. Los jetzt. Diesmal klappt's. Was? Diesmal haben sie sogar... Dann haben sie es noch leichter gemacht. Das ist schön. Oder auch nicht. Was war das denn jetzt? Verdammt! Oh, das Problem ist, man weiß nie, was das... Das geht mir auf den Sack. Mit dem Messer zuzustechen wäre sinnvoller gewesen. Ich muss mich gerade echt konzentrieren. Und zustechen. Nein! Oh. Das war wieder... Ich hasse dieses... Alles andere muss man drücken, wenn sofort, sobald es aufleuchtet und nur nicht zu langsam. Und dort ist es... Oh nein, warte, lass dir Zeit. Moment. Das ist voll irritierend. Nein. So ein Dreck. Weil aus anderen Spielen kennt man es auch so, wenn dieses Ding auftaucht, ne? Und das zieht sich zusammen, hat man nur so viel Zeit, bis der Kreis zu ist, weil es dann weg ist. Und hier ist genau... da ist der Vorsprung. Jetzt bin ich Ihr Fan. Macht das die Sache mit dem Lysin wieder gut? Nein. Nicht übertreiben. Verdammt, Oscar. Hast du gerade so ein Vieh mit bloßen Händen erledigt? Und ein Messer. Du solltest doch an der Absturzstelle bleiben. Ja, aber dann war da der wütende T-Rex, also mussten wir den Plan ändern. Oder sollte ich ihn mit dem Messer angreifen? Wir mussten den Plan ändern. Richtig. Ich habe das Rätsel um die Rasierschaumdose gelöst. Unser Sonnenschein hier wollte Dino-Embryos von der Insel schmuggeln. Was? Ich nehme an,
Du hast einen Plan. Naja, den richtigen Leuten sind diese Dinger eine Menge Geld wert. Ich meine, eine Menge. Mal gucken, warum er sie Heuchlerin nennt. Sie sind ziemlich selbstgerecht für eine Diebin. Ich wäre keine Diebin, wenn sie diese Insel nicht von meinen Leuten gestohlen hätten. Ich habe gar nichts gestohlen. Die kostarikanische Regierung vermietet die Insel an Ingen. Und Sie haben nur die Schmutzarbeit erledigt, was? Ich habe nur meinen Job gemacht. So wie jetzt auch. Wirklich? Und wie viele Menschen wollen Sie heute töten? Halten Sie die Klappe. Oder ich fange mit Ihnen an. Oh, kein Stress. Spart euch das für die Dinos. Okay, irgendeine Gesprächsoption habe ich hier scheinbar verpasst. Und du machst da mit? Hey, ich mach gar nichts ohne dein Einverständnis. Aber komm schon, Oscar. Ingen kümmert sich einen Dreck um uns. Guck dir an, was mit Team B passiert ist. Mit Decaf. Ihre Familien bekommen einen lausigen Scheck, ein Redeverbot und sonst nichts. Muss ich dich daran erinnern, dass uns die Zeit wegläuft? Wir schaffen es nie, diese Leute zu retten und Dienstboten zu spielen, bevor hier Ground Zero ist. Was meinen Sie mit Ground Zero? Nichts. Es könnte klappen, Oscar. Wir müssen sowieso einen neuen Helikopter ordern. Also bringt einer von uns die Leute zurück ans Festland und einer bringt sie zu ihrem Kontakt. Und dieser eine wärst dann wohl du. Sagt Ingen einfach, dass ich tot bin, so wie der Rest der hergeschickten Jungs auch. Wir treffen uns dann später, um die Kohle aufzuteilen. Ich vertraue dir, aber ihr nicht. Hör zu, Billy. Wenn du einen Rückzieher machen willst, ist das deine Sache. Aber ich soll hier einen Job erledigen. Und das werde ich auch tun. Ach komm schon, Oscar. So muss es nicht laufen. Den Job zu erledigen gehört zum Plan. Und unseren Auftraggeber zu verarschen? Zu riskant. Ich werde euch nicht verraten, aber ich will keinen Ärger. Schade, dass du so denkst, Mann. Vielleicht änderst du deine Meinung noch. Okay, jetzt raus hier. Und zwar ruhig und langsam. Okay, irgendeine Gesprächsoption haben wir halt verpasst, dass wir, woher die beiden, also Oscar und sie sich kennen. Fangen wir nicht schon wieder damit an. Ich respektiere Ihre Meinung, Jerry. Aber es überrascht mich ein wenig, wie egal uncool die Tiere sind. Sie sind mir nicht egal, Laura. Es ist nur so, dass Ihre Entscheidung so viele unbeabsichtigte Konsequenzen mit sich bringt. Wir können das nicht geheim halten. Mist. Wir brauchen Notfallpläne. Wir müssen überwachen, was außerhalb des Parks passiert. Wo ist es? Ich weiß, ich... Ja! Tada! Das ging schief. Jetzt wird sie sterben. Cassie! Aua! Ins Maul geworfen. Nein! Mist. Oh, geht mir das auf den Senkel. Diese Quicktime-Events sind echt zum Kotzen. Ins Maul schmeißen, frisst die Kippen. Tür, Tür. Tür, Tür. Dad, no! Jess, was ist los? Was ist passiert? So, jetzt ist wieder wahrscheinlich ein Ruhmreiter. Oh, Quicktime-Event. Ich bin echt so unglaublich genervt. Ich glaube, ich mache gleich mal eine Aufnahmepause. Schnauze voll. So, jetzt nochmal. Hopp, hopp. Weil hier war wieder dieser Event, wo man so blöde lange warten muss. Versuch wegzulaufen! Ich halte das nicht lange durch! Ich hab Gabelstapler. Schlüssel! Alter, jetzt! Bitte, bitte! Gott sei Dank! Zurück! Jungs! Na, hallo, ich hab gedrückt. Hier lang. Bleib bei mir.
Schneller, 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 schneller! Willst du mich damit angreifen? Dein letzter Freund hatte nicht so viel Glück! Was zum... Okay, das war irgendwie seltsam. Ich habe sie noch nie so ängstlich gesehen. Das war super! Kein Problem. Okay, Schatz. Lass den Mann zu Atem kommen. Yoda! Warum freut die sich so extrem? Sie leben! Wir leben? Überrascht mich, dass ihr 5 Minuten... Weil die beiden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Vielen Dank. Schon gut. Ist das Blut? Ja. Oh mein Gott, sie bluten. Alles okay? Keine Sorge. Das ist nicht meins. Haben Sie einen getötet? Sie haben einen getötet? Mit einem Messer? Das ist so cool. Hey, ich bin einem T-Rex entkommen. Keine große Sache. Nur ein normaler Kampf. So, Raptor-Tattoo. Ja, genau, das ist eine Lassen gute Frage. Lassen Sie sich jetzt einen Raptor tätowieren? Ich würde es machen. Keine schlechte Idee. Mir machen Sie nichts vor. Wie bitte? Lassen Sie sich ruhig als Held feiern, aber wir beide wissen, was Sie wirklich sind. So, jetzt Sie bin ich haben so recht. Das tun wir. Hey, wir haben ein Problem. Nur eins? So, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause. Ich hoffe, dass er das hier an der Stelle jetzt speichert, weil es gibt ja nie so wirklich eine Speicheroption. Aber ich bin ein bisschen fertig. Das wird mit den Quicktime-Events jetzt immer schlimmer. Ich nehme hier, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt am Stück aufnehme. Aber ich bin gerade ein bisschen fertig. Ich brauche mal ja kurz eine kleine Auszeit. Das ist Jurassic Park The Game von Telltale. Man merkt halt, ja, bestimmte Mechaniken, die halt, ne, sind halt besser geworden, was das Ganze angeht. Und ihr Storytelling ist halt auch besser geworden, was die anderen Spiele angeht. Hier hast du halt Ansätze, die damals halt schon da waren, sage ich mal. Aber man merkt hier schon, es fehlen halt so ein bisschen, dass das alles wirklich rund ist. Zu viele Ecken und Kanten und so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, ist jetzt, passt halt nie so ganz rein. Und ist halt... Ja, ich glaube, ist alles nicht so rund. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem, dass wir das mal durchnehmen auf dem Kanal. Und mal gucken, es macht ja doch schon an ein paar Stellen Spaß. So immer wieder die Referenzen zum Film. Ist auch, finde ich, auch ganz lustig. Aber ich brauche jetzt mal eine Pause. Und ja, wie gesagt, bis zur nächsten Folge dann. Ne? Macht's gut, Leute. Ciao. So, und damit willkommen zurück. Kurze Aufnahmepause. Jetzt geht's weiter. Was ist los? Was ist los, Laura? Erst die flackernden Lichter, jetzt der Dampf. Irgendwas stimmt nicht mit dem geothermischen Kraftwerk der Insel. Ist doch nicht unser Problem. Wenn das Kraftwerk explodiert, dann schon. So schlimm? Ich habe gelesen, dass das System sich selbst herunterfährt, wenn etwas mit dem Dampfdruck nicht stimmt. Da es noch funktioniert, steigt der Druck wohl unkontrolliert. Das Kraftwerk wird wie ein Ballon platzen und die halbe Insel mitreißen. Ja gut, warum zum Kraftwerk, hat sie gerade erklärt. Kommen wir von hier aus zum Kraftwerk? Ich weiß echt nicht, wo wir sind. Ja, ich war hier schon mal, da geht's lang. Wir müssen wirklich los. Ja, wie lösen wir das Problem? Wie können wir die Explosion im Kraftwerk verhindern? Wir müssen schnellstmöglich was tun, aber was genau, weiß ich erst, wenn wir da sind. Keine Zeit, verabschieden Sie sich von den Sauriern, Doc. Die Fossilien können Sie später ausgraben. Wenn das Kraftwerk explodiert, sind wir auch tot. Es sei denn, Sie haben einen zweiten Helikopter, der startbereit ist. Oh, das wird ja immer besser und besser. Hören Sie, zeigen Sie mir den Gang, der zum Kraftwerk führt. Ich laufe vor und sorge dafür, dass keine Dinosaurier auf uns warten, wenn wir dort ankommen. Kann ich mit? Ich helfe auch. Du bleibst hier, wo ich dich sehen kann. Hey, ich hab dich gerettet. Außerdem fürchten die Dinger ihn. Du bist weggelaufen, Jess. Oscar nimmt dich gerne mit, oder? Oscar? Gut, da hätten wir das auch geklärt. Ich bin froh, dass sie noch leben. Nina, nein, sind wir überhaupt nie. Sie sind einem T-Rex entkommen, Yoda? Aber sicher. Weißt du, nicht jeder ist so gut trainiert, ganz zu schweigen von der nötigen Geschwindigkeit. Nicht wahr? Das dachte ich auch, als ich ihm gestern entwischt bin. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum soll sie froh sein, dass die Olle da
Als der Helikopter im Dschungel abgestürzt ist, dachte ich echt, sie wären alle tot. Uns geht's gut. Hey, die ganze Geiselnahme vorhin tut mir echt leid. Ich wollte mich selbst schützen. Die Söldner und ich, wir so, haben alles geklärt. Okay, wenn sie geklärt? Gut. Wie? Nicht so wichtig. Alles ist ja okay. Erstmal gut. Hat ja Entschuldigung gesagt. Lass uns. Kann ja mal passieren, Mensch. Kleine Geiselnahme, zwinker, zwinker. Kein Ding. Läuft schon. Passt. Ist doch super. Oh, jetzt Mann. Sind also alle Freunde? So würde ich das nicht sagen. Sondern? Niemals! Haben sie etwa rumgemacht? Okay, das sagen wieder... Sagen wir so. Wir haben entschieden, zusammenzuarbeiten. Hey, Oscar ist zurück. Was hast du rausgefunden, Kumpel? Der Gang ist frei, aber die Tür zum Kraftwerk ist verschlossen. Ist das nicht praktisch? Hat jemand einen Schlüssel? Ich fürchte nicht. Zigarette? Ich dachte, ich hätte welche, aber... Jess? Hast du was zu sagen? Tut mir leid, ich wollte sie mir nur ausleihen. Wie sind da jetzt drauf gekommen? Aber dann kam ein Dinosaurier und ich habe sie nach ihm geworfen und er hat sie gefressen. Jessica Marie Harding, erst wirst du im Einkaufszentrum beim Klauen eines T-Shirts erwischt. Dann klaust du ein Fernglas aus dem Park und lügst mich darüber auch noch offen an. Und jetzt Loras Zigaretten. Wir haben die Raptoren am Hals, weil du eine rauchen wolltest? Okay, wenn man so rum argumentiert, dann schließt sich der Kreis. Ich wollte gerade sagen, haben die gerade andere Probleme, aber okay. Stimmt, die Raptoren sind rangekommen, weil die... Aber jetzt mal, wieso kommt denn jetzt auf immer die Doktorin auf die Idee? Ja, hier, warum hast du meine Kippen? Das hatte ich doch vorhin schon gefragt und da ist... Hä? Hier sind in der Story sind noch so ein paar Sachen. Mom raucht, ich wollte nur die Dinosaurier, hier. Ich war so nervös und ängstlich und alles und dachte, das hilft. Darum geht's doch gar nicht. Du rauchst ja nicht nur, sondern klaust und hörst nicht zu. Weißt du nicht mehr, warum du auf dieser Insel bist? Weil deine Mutter denkt, es würde dich irgendwie zur Vernunft bringen. Richtig. Nicht, weil du mich gerne sehen wolltest oder so. Du musst dir echt keine Sorgen um mich machen, Dad. Ich bin fast 15. Ich komme allein klar. Ich brauche weder dich, noch Mom, noch sonst wen. Na dann. Ach, Schatz, ich weiß doch, wie das in deinem Alter ist, aber du bist längst nicht erwachsen. Du bist, körperlich vielleicht eine junge Frau, aber emotionale Reife braucht viel Lass Zeit. Lass es einfach, okay? Tut mir leid, Dad, aber wie oft warst du verheiratet? Und deine Kinder? Hast du in diesem Jahr überhaupt schon mal mit Sarah gesprochen? Willst du mir wirklich was von emotionaler Reife erzählen? Verdammt, das Kraftwerk explodiert. Wir haben keine Zeit für diesen Erziehungsscheiß. Ist auch ein Argument. Gut. Okay, die streiten da hinten noch. Wir versuchen hier einfach nochmal. Sie ist wirklich verschlossen. Habe ich doch gesagt. Aha. Dieser Lüftungsschacht führt vielleicht auf die andere Seite der Tür. Nichts für ungut, Doc. Aber keiner von uns passt da durch. Vielleicht. Gut, dann gehen wir mal hier in dieses Streichen. Aber du bist ja nie da. Naja, wenn ich Ärger habe, muss sie zumindest lange genug von ihrem Bridge-Spiel hochsehen, um mich Jerry, auszuholen. Bitte. Tja, ich kann dich nicht rausholen, wenn uns deinetwegen Dinosaurier fressen. Hallo, wir haben gesagt, auf ein Wort. Können wir mal ganz kurz hier... Von der Insel runter Hallo? Du hörst mir nicht mal zu! Jerry, was bitte. Verheimlichst du mir ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Außer dem Rauchen. Hat Mom dir etwa nicht erzählt, dass ich strippe? Das reicht, Jess. Das ist eine Aber schöne Antwort. Solange, bis die Death-Metal-Band von meinem Freund durchstartet, dann heiraten wir nämlich. Mom, okay, okay, das Okay, das war nicht schlecht. Tut mir leid. Jess, wir reden später. Wie kann ich helfen? Wir haben ein Problem. Das würde mir jetzt nie wir gefallen. Wir kommen nur durch den Lüftungsschacht an der Tür zum Kraftwerk vorbei. Und da passt wahrscheinlich nur Jess durch. Auf keinen Fall. Meine Tochter hat bewiesen, dass sie nicht mal auf sich selbst aufpassen kann. Ich lasse sie nicht mehr aus den Augen. Wir müssen einen anderen Weg. Jess? Und weg ist er. Jesse! Schon okay. Die Saurier haben den Lüftungsschacht bestimmt nicht benutzt. Welcher Lüftungsschacht? Was für Dinosaurier? Mein Gott. Jess!